Hi Leute! Also, das wird mein erstes Tauschpäckchen-Video. Und zwar hat die liebe Margit mir ein Tauschpäckchen geschickt. Wir haben ausgemacht, dass sie mir erst zuerst schickt, weil ich, ja, manche haben es wahrscheinlich schon gemerkt, immer irgendwie unter Stress bin und es etwas länger dauern kann bei mir. Ja, und ich fand allein schon, wo ich bei der Post gesehen habe, welches Klebeband sie benutzt hat. Fand ich es schon geil. Da wusste ich sofort, ey, das ist für mich. Ich habe es noch nie aufgemacht. Ich habe es gerade von der Post geholt. Drin klappert was. Ich hoffe, dass nichts kaputt ist. Ich hoffe, das soll klappern. Ich mache es mal auf. Ist eigentlich zu schade, dieses Huch, jetzt habe ich es gut, dieses Klebeband zu zerschneiden. Aber. Geh auf. Also Margit, ich muss sagen, mit dem Klebeband hast du bei mir schon gepunktet, weil ich habe das nämlich auch. Oh, ich sehe schon. Ich habe das nämlich auch und bin da irgendwie viel zu geizig, das zu benutzen, weil ich es einfach nur toll finde und habe dann Angst, dass es irgendwann weg ist. Ist ja auch doof, ne? Aber egal. So. Oh, ist das geil. Ist das cool. Warte mal, ich zeige euch das mal. Das ist hier, das sind so Fenster. Fensterdekorationen, 23 Sticker, sind die geil. Der Hammer. Also, die werde ich sowas von eingießen. Ist das cool. Hier. Eigentlich coole Viecher. Der ist genial. Ja, sehr cool. Freue ich mich. Dann. Die habe ich schon, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil Hello Kitty kann man immer gebrauchen. Das sind die aus dem großen Pack. Und diese hier. Es ist immer gut, mehrfach irgendwas zu haben, weil umso mehr kann man es dann eingießen, ohne dass irgendwas kaputt geht oder dann irgendwann leer ist. Oh, die sind auch cool. Das sind Lasersticker mit Blumen. Also die sehen mit Sicherheit auch genial aus, wenn man die eingießt. Dann habe ich hier Tulpen. Kann ich ein holländisches Teilchen machen aus Resin? Ha? Ein Holland-Resin-Teil. Ach nein, sind die cool. Oh Gott. Schaut euch mal die an. Sind die genial? Weil dieses Viech. Ah, wie geil. Sau cool. Sind mal andere Marienkäfer. Finde ich richtig cool. Ja, danke, Margit. Echt klasse. Dann haben wir. Sind Giraffen, oder? Ja. Ich sah im ersten Moment aus wie Dinos. Dann haben wir Giraffen mit Glitzer. Sehen auch so ein bisschen bekloppt aus. Finde ich gut. Doch. Passt wirklich. Dann haben wir, was ist das? Margit? Sind das Sticker? Gerade mal hier mit. Ah, Tatsache. Solche Stickerstreifen mit Glitzer. Das ist ja geil. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Mal gucken, was ich damit anstelle. Aber Glitzer geht immer. Dann, komm hier. Haben wir Herzchen. Und zwar diese, ist das Acryl? Ich glaube, das sind Acrylherzen, die so ein bisschen stabiler sind. Seht ihr vielleicht hier so ein bisschen? Ja. Sehr cool. Dann haben wir Schmetterlinge. Auch cool. Dann haben wir. Ah! Margit, du bist toll. Also, ich muss ehrlich gestehen, ich war heute bei Teddy und die hatten sie bei Teddy und ich habe mir alle gekauft, die sie hatten. Da mache ich auch irgendwann nochmal ein Haul dazu. Aber sie hatte nur 4 Pack und ich finde das so geil, dass du mir das schickst. Ich finde die so Hammer. Oh mein Gott. Und da hast du vor allem, man hat hier nichts drum, ne? Man hat hier wirklich nur
diese Sticker mit Glitzer in Schwarz und in Pink und oha. Ah. Die halte ich in Ehren. Oh mein Gott, ich finde sie so toll. Ich finde sie toll. Ich liebe sie. Danke, 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 Margit. Ah, die Viecher sind ja cool. Schaut euch die mal an. Hihi. Lauter Smileys, verschiedene. Ja, cool. Das sind Schaumsticker, die sind auch wieder ein bisschen dicker. Ach, wie genial. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt echt noch Sticker, die ich noch nicht gesehen habe. Dann haben wir hier Mädchensticker. Und das Telefon ist cool. Nagellack und Pumps, Sonnenbrille. Was steht da drauf? My Style. Schee. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ah, okay. Das ist so ein bisschen wie Lametta, nur dünner. Die kann man auch gut eingießen, oder? Ja, es ist ja Folie. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Die sind sehr cool, weil sowas habe ich noch nicht. Bin ich echt gespannt, wie das später aussieht. Nein! Oh mein Gott, du hast mir das Klebeband mitgeschickt. Ich werde wahnsinnig. Margit, danke, 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 danke. Oh mein Gott, ist das toll. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das das ist, was ich habe, oder ob das ist ja eher so Panzertape, ne? Ja, ich habe das Klebeband. Ist das cool? Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Oh, was haben wir denn da noch? Was ist das hier? Das selbstgemachte. Dann warte ich damit mal. Aha. Oh Gott, was ist denn da alles drin? Aha. Also ich habe hier. Mal zeigen jetzt, sonst hört ihr nur Geklimper und wisst nicht, was hier los ist. Also ein Organza-Säckchen. Ah, so ein. Ah, genau. Ja, sowas habe ich auch schon gesehen. Da kann man Steinchen reinmachen, ne? Ja, ich glaube, da habe ich sogar ein Armband davon. Ja, sehr cool. Den habe ich auf der Kreativa gesehen und wusste erst nicht wirklich, was damit anzufangen. Und dann haben wir da, wo ich arbeite, haben wir dann auch solche Armbänder bekommen. Und ich muss sagen, ich finde die echt cool. Da kann man richtig schön so nach dem eigenen Geschmack sich die Armbänder zusammenstellen mit Steinchen oder hast du nicht gesehen? Sehr cool. Und vor allem schwarz. Sehr cool. Schwarz geht immer. So, dann schauen wir mal, was hier so. Ah, das klimpert. Okay. Ja, cool. Eine Fassung in Bronze mit tadada, Totenkopf. Sehr cool. Wirklich sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Was haben wir da noch? Da haben wir noch was drin. Ne, komm raus. Komm. Put, 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 komm raus. Ah! Ne, muss ich ja so rumhalten. Megan. Zeige ihn, zeige ihn. Hallo. Muss ich vielleicht so machen? Ja, so kennen wir es. Ein Spinnchen. Ah, ich liebe Spinnen. Ich habe die auch, aber ich bin da auch wie mit so vielem ziemlich geizig und ich liebe diese Spinnen. Die sind so toll. Die sehen von den Beinen her so toll aus. Manche haben so ganz komische Beine und die sind richtig cool. Dankeschön. Aha, was ist das? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Aha, einen. Was ist das? Einen Donut? Ist das ein Donut? Ist auf jeden Fall sehr leuchtend und irgendwie. Die Farbe ist genial. Hast du das mit Acrylfarbe? Nee, Acrylfarbe kann es fast nicht sein, oder? Sind das diese Tageslicht? Wie nennt man sie? Ich weiß es nicht. Diese Tageslichtfarben, tagleuchtenden Farben? Sehr cool. Damit kann ich mir zum Beispiel jetzt auch einen Donut machen. Sehr, sehr cool. So, was bist du? Du bist eine. Was bist du? Du bist eine Erdbeere? Ich glaube, es ist eine Erdbeere. Die Farbe ist auch geil.
hinten weiß. Ah, nein, jetzt weiß ich, was es ist. Es sind Ostereier. Ja, jetzt, wo ich das hier sehe. Ah, seht mal, wie das leuchtet. Das ist so cool. Und nochmal ein Osterei. Dann schau. Ach du lieber Gott. Okay. Ist das viel? Das sind Zuckerperlen. Die sehen auch klasse aus, wenn man die eingießt. Richtig cool. Habe ich jetzt erstmal Vorrat. Dankeschön. Dann haben wir dieses Organza-Säckchen. Und da ist, oh, so einiges drin, Hilfe. So, holen wir das mal hier raus. So, da haben wir hier solche goldenen Plättchen. Ja, so goldene Plättchen. Schaut bestimmt auch cool aus. Ich will gerade mal gucken, ob das Papier ist oder... Na komm, ich und meine Wurstfinger. Nee, das ist kein Papier. Das ist, ach cool, ja. Dankeschön. Mensch, dann habe ich so viele neue Sachen zum Ausprobieren. Sehr cool. Dann haben wir größere Zuckerperlen. Danke. Ah, sowas habe ich noch gar nicht. Das ist so Deko-Granulat in Silber. Kann man auch so einige Spielereien mitmachen. Dann haben wir... Die sind schwer. Ich kenne die nur als Styroporkügelchen, aber irgendwie kommen die mir vor, als wären das keine Styroporkügelchen. Große silberne Kugeln. Gucken, was mir dazu einfällt. Dankeschön. Dann haben wir Strasssteinchen in ganz verschiedenen. Sind das nur Sterne? Es sind Sterne. In verschiedenen Farben. Ach nee, was ist das da? Ach, da ist noch ein. Ah, okay. Da ist ein runder. Die kenne ich auch. Die sind auch toll. Kann man auch viel mitmachen. Dankeschön. Und dann haben wir silberne Flakes. Gerade für Weihnachten sind die ganz toll. Habe ich auch schon gemacht, eingegossen. Die sehen klasse aus. Oder, was ich auch gemacht habe, in einen Kettenanhänger. Mal ausprobiert. Aber richtig cool. Vor allem zusammen mit Gold oder so. So. Dann, was haben wir denn hier noch? Eieiei. So viele schöne Sachen. Das Organza-Säckchen ist genial. Das Grün ist cool. Jo, dann holen wir mal das nächste raus. Und das... ich sehe schon. das sind Perlen. Ach, das ist ja der Hammer. Das sind echt Perlen. Tatsache, in so einem... Ja, was ist das? Mintgrün? Etwas dunkleres Mintgrün, kommt jetzt ein bisschen anders rüber, aber sehr cool. Die Farbe finde ich toll. So, dann haben wir... die habe ich in Rot, aber das Lila ist der Hammer. Ich liebe Violett. Das kommt gar nicht so rüber in der Kamera, aber das ist ein richtig, richtig... dunkles Violett. So toll. Ich liebe es. Ja, cool. Dankeschön. Ich finde die Farbe einfach nur genial. So schöne Sachen. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir grauen Dekosand. Habe ich auch noch nicht. Hehehe. Will ich demnächst sowieso ein paar Horror-Schlüsselanhänger machen und vielleicht kann ich da diesen grauen Dekosand auch gut als Hintergrund benutzen. Ich weiß es nicht. Mal gucken.
ist halt mal was anderes als immer nur Glitzer oder Farbe. Der ist cool. Dankeschön. Ich wiederhole mich, Margit. Merkst es? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber die Sachen sind echt so cool. Ja, Zuckerperlchen in 3 Farben. Soll ich dir was sagen? Ich habe die bei Teddy gesehen. Oder ich weiß nicht, ob es die von Teddy sind. Auf jeden Fall habe ich diese Farben bei Teddy gesehen und habe sie nicht mitgenommen. Und dann, als ich sie haben wollte, waren sie nicht mehr da. Und jetzt habe ich sie. So cool. Dankeschön. Genau die Farbe in Blau-Weiß habe ich sie. Und in Grün-Weiß gab es sie nicht mehr. Siehste, ich muss nur mit dir ein Tauschpäckchen machen und schon kriege ich den Kram, den ich brauche. Ah, das sind... Hast du die selber gefärbt? Hier ist so ein bisschen Glitzer. Oder war da früher Glitzer drin? Die sehen fast selber gefärbt aus. Sind solche... Es ist Dekoschnee, oder? Ja, sieht fast aus wie Dekoschnee, aber in rosa. Sehr, sehr cool. Dekoschnee im Harz sieht sowieso so klasse aus. Und dann... Oh, so viel. Dann haben wir Stäbchenglitter. Auch wieder in lila. Also nicht violett diesmal, sondern lila. Aber schaut mal, wie viel. Ist ja der Hammer. Ah, den finde ich sowieso immer so toll. Danke, danke, danke. Dann haben wir noch ein Organza-Säckchen mit ganz vielen kleinen Sachen drin. So, hole ich dann mal. Hilfe. Hole ich dann mal raus. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Ah ja. Große Metallperlen. Sehr cool. Dann haben wir, was ist das? Das sind Verbinder. Auch aus Metall. Ja, komm, zeigt euch. Und zwar in der Art. Lässt sich auch einiges mitmachen. Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wo hast du die denn her? Moment, gerade mal einen rausholen. Sehr cool. Doch, die gefallen mir richtig gut. Finde ich richtig cool. Dann haben wir diese Teile. So, auch noch eins raus. Ah, okay. Sind Blätter, oder? Sehr cool. Ich muss mal wieder einen Schnitt machen, weil meine liebe Katze sich heute nicht entscheiden kann, ob sie rein oder raus will. Wenn sie draußen ist, möchte sie rein. Wenn sie drin ist, möchte sie raus. Das macht mich gerade so ein bisschen wahnsinnig. Aber was macht man nicht als Katzenmama alles, ne? So, also nochmal. Das sind so Stanzteile. Und da kann man dann auch hier unten noch was dranhängen. Mal schauen, was ich damit anfange. Bestimmt cool aus, wenn man das an Ketten hat oder so. Oder als Ohrringe. Ja, als Ohrringe fast ein bisschen groß. Aber für Kettenanhänger? Ja. Da hat sie mir einige geschickt. Vielen lieben Dank. Und dann... Ach Gott, was ist das denn? Wow. Okay, eine etwas grobere Kette. Die ist cool. Musst du mir mal sagen, ob das nickelfrei ist oder ob das irgendwie nicht als Halskette, sondern als was anderes gedacht ist? Muss ich dich nochmal fragen, Margit. Sehr cool, dankeschön. Dann haben wir, die kann ich immer gebrauchen. Huch, wo ist er hingefallen? Da. Blumenschlüsselringe. Den nehme ich immer, wenn ich Taschenbaumle mache mit Band. Sieht ein bisschen schöner aus als dann so ein Schlüsselring, so normalen. Vielen Dank. Ist mein Lager wieder aufgefüllt.
Dann haben wir... Ja. Solche... Ach, die sind echt genial. Coolen silbernen Blätter. Ja, so rum. Man sollte sie auch richtig rumhalten, ne? Dann sieht man auch, was es ist. So. Die sind richtig groß. Die sind echt cool. So richtiges helles Silber. Also nicht dieses Antik, sondern so richtig glänzend Silber. Dann, was haben wir denn hier noch? Sind das? Nee, sind keine Glöckchen, oder? Oh, ich baue hier alles ab. Ich baue ab, ich räume um. Haben wir hier solche Herzen. Und die sind... Kann man die öffnen? Sarma, Frau Schmidt. Ich glaube, die kann man öffnen. Muss ich mal fragen. Aber sie sind auf jeden Fall hier... auf jeden Fall hier offen. Muss ich mal ausprobieren. Dankeschön. Dann hat sie mir auch noch mal solche Herzen, aber in kleiner, in Gold. Gold habe ich ganz wenig. Also das ist immer ganz cool, wenn ich was Goldenes kriege. Dankeschön. Dann haben wir eine süße Fee, eine tanzende. Als Charmanhänger. Dann haben wir noch eine Fee. Margit, die ist ja nackig. Was schickst du mir hier nackige Frauen? Ja, ist cool. Schaut echt cool aus. Und eine Eule. Sehr cool, das ist alles so groß. Du hast mir so große Charms geschickt, hey. Wahnsinn. Dann haben wir... Ah, wie cool. Ja, die kann ich definitiv gebrauchen. Dann haben wir Silikonform. Die ist auf jeden Fall cool, weil in der Größe habe ich jetzt keine mehr. Oder zumindest keine glänzenden mehr. Und ich nehme die ja so gerne für Schlüsselanhänger. Die ist cool. Dankeschön. Dann haben wir... Ah, Oval habe ich noch gar nicht. Eine ovale Silikonform. Nicht glänzend. Ach, so eine habe ich auch noch nicht. Ja, cool. Dann haben wir diese quadratisch. Dann habe ich eine Pralinenform. Ich kann das Wort Praline nicht normal sagen. Ist schrecklich, ne? Haben wir da. Dankeschön. Und, ach, das sind, was sind das? Muscheln? Ist das diese... Nennen die sich Madeleine? Oh Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch glänzend. Da kann man auch bestimmt was Cooles mitmachen. Vielen, vielen Dank. So, das Päckchen ist, ihr seht, soweit leer. Dann gehe ich mal an das Selbstgemachte. Ich hoffe, ich darf es zeigen, aber ich denke schon. Huch. Das ist eine echt coole Serviette. Darf ich mal zeigen, hier lauter Cupcakes drauf. Ne? Vorsichtig auspacken. Nicole lässt ja alles fallen grundsätzlich. Ne? So, was haben wir denn hier? Ach, ist das toll. Hast du die selber gemacht? Ach, ist das cool. Und zwar ist das hier, seht ihr das? Eine selbstgemachte Blume. Also ich gehe davon aus, dass du die selbst modelliert hast, ne? Also ja, gut. Nicole, natürlich, stand selbstgemacht drauf. Könnte selbstgemacht sein. Okay. Finde ich total klasse. Sehr, sehr cool. Vor allem mit diesen verschiedenen Schichten. Das ist ja mal geil. Und dann hat sie hier diese... Ich liebe diese Crackle Pan. In lila. Doch sehr, sehr cool. Also das wird definitiv bei mir aufgehangen. Und, oh, ist das toll. Was ist das? Ist auch Ton? Ach, Ton. Fimo? Schaut mal da. Das ist so,
Wahnsinn. Das ist ja marmoriert und... Wie hast du das gemacht? Ist das ein Bild? Hammer. Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr cool. Ja, was Fimo angeht, bin ich total unfähig. Deshalb bin ich da immer fasziniert und überrascht, was andere so hinbekommen. Und also das Teil allein, das fasziniert mich schon. Und dann oben hier so ein schönes Band mit dran. Also das hänge ich definitiv auf. Vielen, vielen Dank. Und die hat sie mir noch geschickt. Das sind auch solche gummierten Schaumsticker. Sticker. So, das war's. Dann danke ich dir vielmals nochmal, Margit. Alles super tolle Sachen. Und die kann ich definitiv alle gebrauchen. Und ja, du musst mir das sagen, wie du das gemacht hast hier. Ne? Das interessiert mich absolut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!